Joe Handel, danke, dass du gleich zu uns gekommen bist nach Spielschluss. Ja, zweimal in Führung gegangen, zweimal den Ausgleich bekommen. Wie ärgerlich ist das alles? Ja, so kurz nach dem Spiel ist eigentlich pure Enttäuschung. Wir wollten unbedingt die drei Punkte mitnehmen heute. Und ja, dass wir dann so verteidigen, jedes Mal, wenn wir in Führung gehen, das ja, ist ein Leiden von uns, das so schnell wie möglich abgestellt gehört. Es hat eigentlich alles gepasst, ihr seid 1-0 in Führung gegangen und dann eine sehr umstrittene Elfer. Wie hast du die Szene gesehen? Ja, ich glaube, wenn ich über das Thema zum Reden anfange jetzt, dann kann passieren, dass ich irgendwas Schlimmes sage, was ich nicht sagen sollte. Und für mich war es ganz klar, Ball gespielt, der will den Ball wegschießen und der fährt ihm dann über ihm drüber, über den Lukas. Und ich weiß nicht, wo der Lukas hin soll in dem Moment, wenn der Ball wegrutscht, also reinrutscht und den Ball wegschießt, kann sich nicht in die Luft auflösen. Und dass man da einen Elfmeter gibt, ist natürlich umso bitterer, weil die haben, glaube ich, in der ersten Halbzeit sonst keinen Torschuss gehabt und ich glaube, das Spiel wäre dann in eine ganz andere Richtung gegangen, aber es ist, wie es ist. Wir haben gewusst, dass das in der Halbzeit haben wir es angesprochen, dass wir trotzdem weitermachen müssen und ja, dass dann nicht gelungen ist, ist umso blöder. Es war ja trotzdem, kann man ja auch sagen, nicht die allerbeste Leistung von euch. Dann hat euch der Fisnik nochmal auf die Siegerstraße gebracht mit einem herrlichen Tor im Rücken, Kopfballrücken zum Tor. Ein super Comeback von ihm, oder? Ja, den macht er unglaublich. Ich glaube, der Fies ist sehr wichtig, weil er aus so einer Situation auch mal ein Tor machen kann, aus dem Nichts quasi. Und ja, wie gesagt, wir müssen es dann einfach einmal verteidigen und den Sieg mit haben nehmen. Und auch wenn die Leistung dann nicht immer so gut ist, aber wir kämpfen halt trotzdem und probieren dann trotzdem alles reinzuhauen. Und wenn es dann nicht klappt, sind wir so extrem enttäuscht so wie heute. Und ja, es tut dann extrem weh, nicht nur uns, sondern auch alle, die im Stadion waren. Und tut uns leid, ja. Ja. Was bedeutet es jetzt für euch? Ich habe zum Punkt liegen lassen. WRC kann morgen euch nicht überholen, noch nicht einholen, aber zumindest mal rankommen. Ja, ich glaube, die Tabelle ist uns eigentlich im Augenblick relativ egal, sage ich jetzt einmal, weil wir müssen einfach jedes Spiel gewinnen da unten. Das ist unser Anspruch und das wollen wir auch schaffen. Und dann tun solche Spiele wie heute extrem weh, weil es einfach ein extremer Rückschlag ist dann in der Entwicklung und das darf eigentlich nicht passieren. Thank you.